Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Ich bin Laura und ich möchte euch heute mal den Good Baby Vaya Eiseis vorstellen. Der Vaya Eiseis ist ein vollwertiger Reboarder, das heißt, er kann bis 18 Kilogramm rückwärts genutzt werden. Die Kinder können also so lange wirklich entgegen der Fahrtrichtung fahren. Zugelassen ist er bis entweder 18 Kilogramm oder 105 cm, je nachdem, was zuerst eintritt. Der Vaya Eiseis ist ab Geburt zugelassen. Dazu zeige ich euch gleich, wenn wir dann dazu kommen, auch noch den neugeborenen Einsatz und kann dann eben auch ohne diesen Einsatz verwendet werden. Das Besondere am Vaya Eiseis ist, dass er 360 Grad drehbar ist. Das heißt, ich kann ihn zur Seite drehen zum Einsteigen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. Schieb den Sitz also ganz hoch, mit meiner Hand hier unten kann ich das verstellen und kann ihn so drehen. Dann kann ich von vorne den Sitz quasi beladen, also das Kind hineinsetzen oder auch rausnehmen, in Ruhe anschnallen und kann ihn dann wieder in die Fahrposition zurückstellen. Ab einer gewissen Größe, denn es gibt hier einen Mechanismus, der verhindert, dass das Kind zu früh vorwärts fährt. Das ist erst ab 76 cm erlaubt. Wenn ich jetzt die Kopfstütze mal ein bisschen hochstelle, kann ich euch das mal zeigen. Ab einer gewissen Größe kann ich den Sitz also auch nach vorne umdrehen. Und dann kann das Kind auch vorwärts fahren. Wir empfehlen natürlich bis mindestens zum dritten Geburtstag rückwärts fahren. Am besten so lange, wie es für alle passt. Es gibt Kinder, die fahren deutlich länger rückwärts und das klappt super. Wenn ich die Kopfstütze weiter unten habe, geht es nicht. Wenn ich sie jetzt wieder tief stelle, dann kann ich wirklich nur drehen bis hier und die, es nennt sich Driving Direction Control, blockiert. Ja, also kleine Kinder wirklich nur zum Einsteigen zur Seite oder rückwärts drehen. Der Vaya Eiseis, wenn wir uns mal von vorne anschauen, hat hier ein 5-Funk-Gurtsystem. Das heißt, es sichert die Kinder am Beckenknochen und es sichert sie auch am Schultergürtel. Die Gurte verstellen sich zusammen mit der Kopfstütze. Wenn ich die jetzt hier nach oben ziehe, dann rutschen die Gurte automatisch mit. Ich muss also nichts umfädeln. Ich habe schöne breite Gurtpolster. Hinten sind die auch gummiert, damit sie möglichst gut halten. Hier sind nochmal Polster, die auch am Becken den Gurt ein bisschen abpolstern. Dann sehen wir hier, das hier bleibt immer. Und hier drunter sehen wir den Neugeborenen-Einsatz. Der ist einfach nochmal ein Sitzverkleinerer. Wird natürlich hauptsächlich benutzt, wenn das jetzt hier in der untersten Position ist und verkleinert den Sitz ein bisschen und ist auch hier in der Kopfstütze. Ich nehme den gleich nochmal raus, aber erstmal für euch zum Anschauen. Ich könnte jetzt quasi hier schon ein frisch geborenes Baby reinsetzen, anschnallen. Aber ihr alle wisst, wie klein so ein neugeborener Zwerg ist. Und wenn man sich jetzt den Sitz anschaut, kann man vielleicht auch unsere Empfehlung verstehen. Es ist trotzdem riesig, ne? Es ist trotzdem breit, auch am Kopf. Unsere Empfehlung ist immer, benutzt für den Anfang wirklich eine gute Babyschale. Sowas ist theoretisch möglich, aber es ist von der Sicherheit her einfach nicht das Gleiche. Wenn wir jetzt den Einsatz mal rausnehmen, dann seht ihr, wie der Sitz für größere Kinder aussieht. Ja, also hier ist der Einsatz, hier oben nochmal, um die Kopfstütze zu verkleinern und hier für den Sitz. So. Dann kann ich das alles hier einfach wieder so hinmachen. Und das ist das, wie ihr den Sitz sehr wahrscheinlich dann benutzt, wenn ihr also nach der Babyschale dazu kommt. So. Die Verstellung der Gurte funktioniert hier zentral, wie man das auch kennt. Ne, kann man länger und kürzer machen. Und ich kann also in vielen Positionen die Kopfstütze einstellen. Bis zur höchsten Position. Das sind dann die 105 cm. Man sieht, die Rückenlänge ist schon recht ordentlich. Ne? So, wenn ich den Sitz in die Fahrposition bringe, kann ich auch verschiedene Ruhepositionen einstellen. Ja, das sieht man hier. Das ist also die am weitesten geneigte Ruheposition, sodass das Kind, wenn es schläft, optimalerweise dann auch schön hier im Schutzbereich bleibt und nicht nach vorne kippt. Das geht auch, wenn der Sitz vorwärts ist. Da ist es nicht ganz so ausgeprägt, weil die Kinder ja optimalerweise schon größer sind. Ne? So, dann sehen wir hier noch den Stützfuß und die Isofix-Konnektoren. Damit ist der Sitz befestigt. Ihr habt also, mal seitlich, damit wir das alles schön sehen können,
zur Sicherheit die zwei Isofix-Konnektoren, die eingeklickt werden. Es gibt hier diesen Anprallbügel, der den Sitz davor schützt, dass er hier nach oben schnellen kann. Und es gibt den Stützfuß, der aufsteht, der die Energie des Unfalls nach unten ableitet und den Sitz optimal an seinem Platz hält. Ob ich alles richtig installiert habe, sehe ich einmal hier auf diesem Fensterchen. Das Grüne zeigt jetzt, aha, der Stützfuß steht auf. Das Rote zeigt jetzt, oh, der Sitz ist nicht richtig eingerastet. Wenn ich ihn jetzt in Fahrposition bringe, richtig einraste, ah, okay, alles grün, super, kann ich fahren. Und dann sehe ich auch noch hier, okay, Isofix ist auch grün, sehr schön. So könnte ich jetzt fahren, ne? Wobei wir natürlich optimalerweise sagen, würden wir das fahren. Dann gibt es noch eins, was wichtig ist, nämlich hier dieses LSP-System. Lineare Seitenprotektion nennt sich das. Das haben viele neue Sitze und das ist auch wichtig. Das verringert den Platz zwischen Autotür und Kindersitz. Das führt dazu, dass hier einfach der Sitz relativ nah an der Autotür anliegt und nicht ewig viel reagieren kann. Das kann ich einfach auf der Seite, wo die Autotür ist, so ausfahren. Auf der anderen Seite kann es drin bleiben und kann das wieder reinmachen. Für die Bequemlichkeit habe ich noch was Nettes, und zwar die Magneten, die hier an der Seite sind. Damit kann ich die Gurte rechts und links festmachen und kann das Kind in Ruhe reinsetzen und rausnehmen, ohne dass ich dann, das kennt ihr von der Babyschale, wahrscheinlich unter dem Kind noch nach den Gurten kruscheln muss. So geht das wirklich sehr schön. Jetzt habt ihr den Good Baby Wire ISS mal komplett gesehen. Zugelassen ist er nach der ISS-Norm, hört man ja am Namen schon. Das ist die neue Norm, die also härtere Voraussetzungen mitbringt, was die Crashs angeht. Und eben auch den Seitenschutz. Die Kopfstützen sind da meistens noch mal ein bisschen besser gemacht. Wenn man also einen neuen Sitz kauft, ist es schön, auf die ISS-Norm zu achten. Und mit dem Wire ISS habt ihr die auf jeden Fall dabei. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann erreicht ihr uns einfach unter beratung@zwergperten.de oder auch einfach über unseren Chat oder Kontaktformular auf unserer Homepage. Genau, dann bis bald. Ciao.